Wir haben jetzt einen Redner, einen, ich bin gar nicht richtig informiert, ehemaligen, immer noch Politiker, Christoph Hörstel. Wir haben heute früh telefoniert und haben über Worte gesprochen, über Interpretationen von Worten und darüber, dass man sehr genau hinhören muss. Und ich möchte euch einfach bitten, hört sehr genau hin. Vielen Dank. Danke sehr. Es ist schön, euch zu sehen. Es ist schön an so einem wunderschönen Abend mit relativ wenig Spuren am Himmel einfach mal zusammen zu sein und gute Gedanken zu haben. Und Ken möchte ich besonders danken, denn normalerweise mache ich immer die Brüllrede. Und weil er das jetzt für mich gemacht hat, muss ich das nicht mehr machen. Jetzt können wir in Ruhe nachdenken, was hier eigentlich abgeht, denn ein paar Sachen scheinen mir noch nicht ganz verstanden zu sein. Die würde ich jetzt gerne mal ansprechen. Wir haben gemerkt, dass diese Regierung offenbar nicht so viel macht, was uns nützt, so als Bevölkerung. Das nützt übrigens auch nicht den Bevölkerungen bei den Nachbarn, ob das jetzt in Frankreich ist, wo wir uns ständig streiten, oder in Italien, oder in Griechenland, und natürlich schon gar nicht im Irak oder in Afghanistan, oder noch weiter weg und noch ärmer, was ja kaum noch geht. Machen die nicht. Die machen ganz was anderes. Wenn man das begriffen hat, merkt man plötzlich, wir haben diese komische Bewegung, da geht was auseinander. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher. Seit 40 Jahren ist das so. Aber in den letzten 20 Jahren ist das galoppiert. Ganz offenbar nützt diese Politik, die wir hier erleben, die wir in Europa erleben, in der NATO erleben, anderswo erleben, hauptsächlich diesen Typen, die in wahnsinnigen Sprüngen immer viel reicher werden und viel mächtiger. Das bedeutet das. Und wenn man seine Völker ausquetschen will, dann hat man ja nicht nur eine Methode, da sitzen ja kluge Planungsstäbe, die werden dafür bezahlt. In Deutschland habe ich inzwischen 8 Wege gefunden, wie diese Bundesregierung gegen uns vorgeht. Ich will sie nur mal ganz kurz skizzieren, weil ich auch nicht ewig Zeit habe. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, deswegen gab es diesen Ärger wegen Netzpolitik und einem, ja, plötzlich an die Öffentlichkeit geratenen Dokument, möchte gern seine Bürger ausspionieren. Seine Bürger heißt euch und mich. Und um davon abzulenken, von dieser aufgeflogenen Nummer, hat man dann ganz schnell Netzpolitik fertig machen wollen und eine riesen Diskussion darum angezettelt, damit keiner darüber diskutiert, dass wir ausspioniert werden sollen. In diesem Zusammenhang begrüße ich auch ganz herzlich die Spitzel vom Verfassungsschutz, die hier unter uns sind. Ich wünsche euch ein gutes, langes und gesundes Leben. Dann werdet ihr die Änderungen mitbekommen, die wir machen werden. Und besonders bedanken möchte ich mich bei der Polizei, denn das sind Jungs und Mädels, die für einen schwierigen Job verdammt wenig verdienen. Genau. Weit weniger jedenfalls als die Oligarchen, die meinen, sie beherrschen uns. Genau. Mithilfe der Polizei. Aber ich glaube, das wird so nicht klappen. Das sind nämlich nicht Maschinen und Computer, das sind Menschen. Irgendwann denken die auch mal bei irgendeinem Einsatz drüber nach, ob sie das so weitermachen wollen. Und zwar dann, wenn es der entscheidende Einsatz ist. Und bis dahin, liebe Polizei, alles Gute. Bleibt munter, wir sind bei euch. Wir haben verstanden, ihr seid nicht die Oligarchen. Ihr habt das Problem, dass ihr euch eines Tages entscheiden müsst. Okay, das war das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Spitzelei gegen uns. Nächstes. Sondereinheiten der Bundeswehr. Immerzu wurde gepredigt, die Bundeswehr wird im Innern nicht eingesetzt. Ja, beinahe. Bis es 2012 plötzlich so einen Anruf gab, so einen Aufruf von den Reservistenführungen nach den Bundesländern getrennt. Interessierte Reservisten sollten sich melden. Ich habe heute zum ersten Mal bei einer Demo einen Zettel dabei, weil es so viel Stoff ist. Weil diese Bundesregierung so viel Scheiße baut, dass man einen Zettel braucht, um das zu erinnern.
Diese Kräfte heißen regionale Sicherungs- und Unterstützungskräfte. RSU-Kräfte heißt das in der Bundeswehr. Wer mal bei der Bundeswehr war, dann eher, der weiß, die haben diese komischen Abkürzungen. Das lieben die. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber das heißt RSUKR. Ja? RSU-Kräfte. Und nach diesem Bundeswehrpapier, das sich ausdrücklich auf den Lissabonner Vertrag übrigens bezieht, heißt es, könnte der Amtshilfeeinsatz auch beim politischen Generalstreik, bei gewaltsamen Massenprotesten, sozialen Unruhen oder Aktionen des zivilen Ungehorsams. Wir sind das, ganz eindeutig. Da kommen Bundeswehrreservisten, die gegen uns eingesetzt werden sollen. Interessant, interessant. Und wenn jetzt jemand sagt, ach, das ist doch gar nicht so ernst, das ist doch gar nicht so schlimm, dann sagen wir, nee, 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 Freund. Da hat der Wesley Clark, dieser General, vor ein paar Wochen ein Interview gegeben. Und da hat er gesagt, ja, wir haben jetzt die FEMA, die Federal Emergency Management Agency. Das ist eine Bundesnotstandsagentur sozusagen, Managementagentur in den USA. Die haben jetzt 800 Konzentrationslager eingerichtet, 1,6 Milliarden Schuss Hohlspitzmunition gekauft und sie haben 3,5 Millionen Plastikboxen beschafft, gelagert, die so groß sind, dass in jeder Box zwischen 3 und 5 Menschen Platz haben. Und was der Wesley Clark gesagt hat ist, und jetzt müssen sich unsere Verbündeten überlegen, dass sie das ja auch alles machen müssen, hat er gesagt im Interview. Und das ist so gut wie ein Befehl aus Washington. Und wer gehorcht immer, wenn Washington auch nur furzt, das ist Frau Merkel. Und dann kommt die geplante, durchorganisierte Euro-Pleite. Die wenigsten wissen, dass in den wenigen Jahren direkt vor der Euro-Einführung die Schwankungsbreite der Währungen der Euro-Partner um das Fünffache gesteigert worden ist, auf 15%, und zwar plus minus. Warum? Schon damals haben die Staaten ihre unterschiedlichen Wirtschafts- und Finanzsysteme und ihr unterschiedlicher Industrialisierungsgrad, ihre unterschiedliche Steuergesetzgebung gar nicht aufeinander gepasst. Der Euro-Einführungsvertrag war ein glatter Betrug. Es konnte gar nicht funktionieren. Und ich als psychisch defekter Verschwörungstheoretiker, ich sage, das sollte gar nicht funktionieren. Gottes Willen, denn reich wird ja man nur, wenn etwas nicht funktioniert. Und Länder pleite machen, das ist ja noch viel besser, als wenn Firmen pleite machen. Da kann man ja richtig Reibach machen, da kauft man gleich 3 griechische Häfen und 2 große Banken. Und für Appel und Ei gibt's alles im ARD-Fernsehen von diesem netten Harald Schumacher, der das toll beschrieben hat, wie man dafür 500 Millionen eine portugiesische Bank nach Afrika verhögert hat. Und die war eigentlich 4 Milliarden wert. Und die afrikanischen Freunde, das war ja nur so eine kleine Waschstation, ne? So ein Durchgangsding. Und hinten ging das gleich an die amerikanischen Freunde. So. Geplante und durchorganisierte Euro-Pleite. Dann kommt das Terrormanagement. Ne? Das, was ich bei den Bundeswehrsoldaten zu unterrichten hatte. Weil sie in Afghanistan nicht mehr so ganz klar kamen. 2001 habe ich noch ein E-Mail von der Bundeswehr bekommen. Vielen Dank, Herr Hörstl, für Ihr Angebot. Aber wir wissen schon alles. Wunderbar, freundliche Grüße. 2006 wussten sie nicht mehr alles. Da hatte dann der afghanische Widerstand auf den Leichen Zehntausender seiner Kämpfer wieder mal eine Supermacht in den Dreck gezogen. Wahnsinn. Die dritte in 100 Jahren. Erst Großbritannien, dann die Sowjetmacht und schließlich die NATO. Wir haben da verloren. Auch wenn unsere Politiker nicht wagen, das zu sagen. Das ist aber Fakt. Terrormanagement, habe ich den Soldaten beigebracht, ist das, was wir da betreiben. Nicht etwa ein Antiterrorkrieg. Mit offizieller Zustimmung des leitenden Generals des Zentrums Innere Führung der Bundeswehr. Er hat einen Probevortrag angehört, er hat dieses Wort gehört, es wurde genehmigt und das war mein Vortrag. Damit die Soldaten keinen Schock kriegen in Afghanistan, wenn die Realität dort ihres üblen Krieges ganz anders aussieht, als das hier in den Zeitungen steht. Darum ging es. Wie werden die mit ihren Ehefrauen fertig? Die wohnen nämlich hier und lesen diesen Scheiß und sehen die Tagesschau.
Aber der Ehemann aus Afghanistan, der von einem Einsatz wiederkommt, wo leider wieder 5 Kinder dran glauben mussten, der erzählt halt leider, wenn dann das Licht aus ist und es ist auch kein Handy mehr in der Nähe und kein ISDN-Telefon und so, dann erzählt er, was da wirklich los war in Afghanistan. Und damit das keinen Schock gibt in jeder Familie, muss dann so ein Typ wie Hörstel ran und muss da versuchen, so eine Brücke zu finden. In diesen Scheiß der Bundesregierung. So läuft das hier. Da werden Menschen einfach vergurkt. Bei der Bundeswehr, bei der Polizei. Und es gibt auch noch anständige Leute im BND, im BKA und im Verfassungsschutz. Und die wissen nicht, wohin mit ihren Informationen und wie sie noch leben sollen. Dann haben wir eine absichtliche Konfrontation mit Russland. Die haben wir vom Zaun gebrochen. Es ist nicht etwa Russland Richtung Berlin vorgedrungen, sondern die NATO Richtung Moskau. Und jetzt versucht sie dort, während wir hier stehen, den Regime-Change. Und aus der US-Botschaft in Moskau heraus wird mit Dollarsäcken in Plastik herumgelaufen und Russen gekauft, damit sie dabei mitmachen. Genial, was? Ken hat vollkommen richtig gesprochen über TTIP, CETA und TISA. Komisch, zu viele Gruppen und Proteste dagegen nennen alle drei. Es geht immer um alle drei Paktsysteme, die alle drei verbrecherisch sind und nur diese paar Oligarchen reich machen werden und alle anderen deutlich ärmer. Und nebenbei werden unsere Standards abgeschafft, unsere Werte untergepflügt und die Demokratie begraben. Die traurigen Reste, die davon noch da sind. TTIP, CETA, TISA. Und dann kommen wir schließlich noch zum Geoengineering. Da gibt es ein paar unter uns, die wissen gar nicht, was das ist oder die glauben es nicht. Nicht Chemtrails googeln, sondern Geoengineering. Das ist eine ernsthafte militärische Fähigkeit. Jawohl. Da werden Notrufe fällig. Das ist der Hammer, was die mit uns machen wollen. Das ist der Hammer, was die mit der Erde machen wollen. Die machen das Klima zur Waffe. Die machen die Erde zur Waffe. Und wir werden vollgepumpt mit Gift von oben. Ich war gerade vor ein paar Tagen beim Arzt. Ich veröffentliche das noch. Belastung Barium, Belastung Aluminium, Belastung Kupfer, sehr interessant, und Arsen. So ist das. Bei jedem von euch. Garantiert. Und jetzt kommt das Letzte. Wir sind bei Punkt 8. Das waren 7 Punkte. Jetzt kommt Punkt 8 und darauf will ich kurz etwas eingehen. Das ist die Flüchtlingswelle. Wie bitte? Die Flüchtlingswelle als Waffe der Bundesregierung gegen uns? Und das gucken wir jetzt ganz ruhig miteinander an, weil das ist ein bisschen schwierig zu kriegen. Eines ist ganz klar, und da bin ich Ken sehr dankbar, dass er das mal ganz deutlich gemacht hat. Es ist ekelhaft. Menschen, die arm sind, die in Not sind, die sich deshalb auf den Weg machen, hier schlecht zu behandeln. Widerwärtig ist das. Ein sattes Volk behandelt Notleidende schlecht. Unerträglich. Ekelhaft. Und ich glaube auch gar nicht so sehr daran, dass das die Deutschen sind. Als zum ersten Mal das NPD-Verbot versucht wurde, ist es gescheitert. Heute schreibt man ja nicht mehr so gerne in den Lügenmedien darüber, denn es scheiterte daran, dass die Hälfte des Bundesvorstands der NPD beim Verfassungsschutz war. Die Hälfte! Jetzt ist was ganz Interessantes. Ich habe das sehr interessiert verfolgt. Da werden jetzt ganz schnell Flüchtlingsunterkünfte bereitgestellt. Auf eine beschissene Art und Weise nebenbei. Miese Unterkünfte in irgendwelchen dreckigen Wohnblocks, alle konzentriert und die Polizeiwache in der Nähe, die haben sie gerade geschlossen. So managt man das. Das ist Management. Und komisch, zu viele von diesen Flüchtlingsheimen brennen. So schnell geht das? Die Deutschen sind doch so langsam mit ihrem Protest. Sie sind auch so langsam, bis sie mal so Widerstand leisten. Wir sind eigentlich gar nicht revolutionsfähig. So richtig, wenn wir in unsere Geschichte gucken. Das sind aber nicht die Einzigen. Und plötzlich soll das so schnell gehen mit den Flüchtlingsunterkünften,
Liebe Leute, wir dürfen weiterhin auch selber nachdenken und nicht jeden vorgekauten Scheiß der Massenmedien glauben, die uns belügen sollen. Sie sollen das. Das ist offiziell Programm, dass sie uns belügen sollen. Joint Vision 2020. Nachgoogeln, reingucken. Dieses Paket unterscheidet sich von dem Vorprogramm Joint Vision 2010, das noch von dem George W. stammt, dem ersten George W. Programm, dies war das zweite 2020, unterscheidet sich durch besondere Betonung der Rolle der Medien im Antiterrorkampf. Wenn die im Kanzleramt zusammensitzen, diese Schweinechefredakteure, die ihre Großmutter anlügen und verkaufen würden, wenn das in ihrem Job notwendig ist, dann geht es immer um den Antiterrorkampf. Ansatzweise auch mal darum, dass der Euro scheitert, wenn sie anfangen würden, die Wahrheit zu berichten. Aber tatsächlich geht es darum, dass sie längst Teil einer Lügenmaschinerie geworden sind. Und die behaupten jetzt, das seien ja irgendwelche privaten, bösen, radikalen, ausländerfeindlichen Deutschen, die das anzünden. Und mein Gefühl, ich kann es nicht belegen, aber meine alte journalistische Nase, die zwickt die ganze Zeit und sagt, so schnell geht das nicht. Wie alt war denn der Plan, diese Flüchtlinge da in dieses Dorf und in dieses alte Hotel und in dieses leerstehende Apartmenthaus reinzusetzen? Das ist doch bloß ein paar Tage oder ein paar Wochen alt. Wer weiß denn sowas so ganz genau? Und wer hat denn eine Struktur, eine gewaltbereite Widerstandsstruktur, um die anzuzünden? Ich kann es euch sagen, wer das hat. Der Verfassungsschutz hat so eine Struktur. Und wir hören ja auch, dass die NSU bei dem einen oder anderen Mord gar nicht dabei war, aber der Verfassungsschutz schon. Ist das wieder interessant, Frau Merkel? Hoi, 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 hoi. Es wird immer schlimmer, ja? Die Methoden werden immer mieser. Aber wenn so ein Regime in Not kommt, es wird auch immer unleugbarer und es wird immer durchsichtiger. Immer durchsichtiger. Ich glaube nicht an diese These, dass die NPD in der Lage ist, all diese Buden anzuzünden. So schnell und so gut organisiert und nie wird einer erwischt. Geht irgendwie nicht, nee. 2010 ist in den USA ein Buch erschienen von einer Frau, die Kelly M. Greenhill heißt. Und im März 2011, weiß noch einer, was da gewesen ist? Da ist Gaddafi in Syrien in Not gekommen und tausende wild bewaffnete, unorganisiert eingekleidete Banden haben täglich die Grenze nach Syrien überschritten. Und der nette Ali, der ehemalige Al Jazeera-Korrespondent, der die Lügen von Al Jazeera nicht mehr ertrug und dann weglief und einen wunderbaren libyschen Kanal mitbegründet hat, der hat mir am Telefon erzählt, das Irrsinnigste waren die Grenzposten damals. Die jordanischen und libanesischen Grenzposten. Die haben nämlich drauf geschissen, dass da tausende Leute an ihrer Teetasse vorbei nach Syrien marschiert sind. Ist das aber interessant. Wie geht denn sowas? Versucht das mal heute. Also ich meine nur, da muss es Absprachen gegeben haben. Da saßen ja Soldaten an den Grenzen. Warum haben diese Soldaten plötzlich Bewaffnete an sich vorbeimarschieren lassen? Ganz freundlich. Wir gehen mal eben nach Syrien spazieren. So war das eben nicht. Das war ein Überfall. Ganz eindeutig. Und er war abgekartet, vorbereitet. Und das Dulden dieses Überfalls war befohlen. Den Soldaten, den Ortskräften befohlen. So ist Syrien unter Druck gekommen. Und wir nennen das dann hier in unseren sagenhaften Lügenmedien ein Aufstand gegen den bösen Assad. Wow. Es ist alles andersrum. Mein Tipp übrigens für die Behandlung der Medien, lest diese Lügenmedien unbedingt. Nicht aufhören damit. Guckt euch die Tagesschau an. Ihr müsst wissen, was sie lügen. Dann könnt ihr wissen, was ihr antworten könnt. So geht das. Lest diesen Dreck, dann wisst ihr, wie die Bundesregierung euch anlügen möchte. Wenn ihr das nicht macht, wisst ihr es gar nicht. Was ich meine ist dies. Wenn man die Medien von hinten liest, wenn man die Tagesschau genau umgekehrt versteht, wenn die also sagen, aggressives Russland, muss es gleich im Hirn klick machen,
aggressive NATO. Danke, verstanden. Alles klar. So geht das. Dann versteht man das richtig. Und was haben wir hier? Ganz plötzlich haben wir eine Migrationswelle. Niemand behauptet, damit das ganz klar ist, dass diese Menschen keine Not hätten, dass die Zustände in ihren Herkunftsländern nicht beschissen wären und dass nicht wir, federführend die USA, aber wir immer mittendrin als Komplizen, daran kräftig Schuld hätten. Das wird nicht diskutiert. Und ich möchte mal etwas sagen. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft mit diesen Menschen, die kommen. Wir werden angeschissen und benutzt und die werden angeschissen und benutzt. Wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Das ist ein Beifall, der mich besonders freut, denn das ist tatsächlich grundlegend. Wenn ihr diese Menschen seht, umarmt sie. Ich habe hier tolle Sachen gehört, dass da jemand sofort ins Haus gelaufen kam, als er die Menschen sah, hat erstmal seine ganzen Altklamotten nach draußen getragen. Hier habt ihr, hier. Wollten wir eigentlich auf dem Flohmarkt verkaufen, vergesst es, schenken wir euch, zack. Wenn das jeder so macht, werden wir hier ganz wunderbar miteinander leben lernen. We are one steht da auf dem Plakat. Jawohl, bitte einmal alle angucken. Das ist es. Wir sind eins. Genau so ist das. Und warum nicht einfach miteinander? Vollkommen richtig. Aber da gibt es eben ein paar, die wollen das stören. Und wie stören die das? Indem die eine Welle draus machen. Interessant. Da sind Schlepperbanden, die sind oberprofessionell. Die verstehen sich besonders gut mit Washington. Und die legen Wert darauf, dass nicht ein paar hier ankommen, dass das nicht so ein Geklecker ist, sondern die wollen jetzt klotzen. Und dann kommt der Verfassungsschutz und zündet eine Bleibe an für Flüchtlinge und hetzt noch ein paar von seinen NPD-Freunden auf, damit wir hier schön gegeneinander laufen. Und ich nenne das in Anlehnung an das Wort vom Terrormanagement, das ich damals für die Bundeswehr erfunden habe, nenne ich Chaos-Management. Das wollen die. Warum wollen die das? Weil die uns kontrollieren wollen. Schon spinnt dieser Herr de Maizière mit seiner multikriminellen Politik und einer reichhaltigen Lebenserfahrung darin. Wir sollten ja so Sicherheitszonen einrichten. Wie nennt man das eigentlich auf Deutsch? Wir kennen uns aus diesem Scheißgeschäft aus. Das sind Konzentrationslager. Genau die Scheißdinger, von denen Wesley Clark gesprochen hat. Und hat gesagt, die Verbündeten müssen das mitmachen. Er möchte also Sicherheitszonen einrichten. Und Schengen ist ja kaputt, dieser freie Reiseraum. Jetzt werden die Grenzkontrollen eingeführt. Ja? Kelly Greenhill hat gesagt, Massenmigration lässt sich als Waffe gegen Völker einsetzen. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, nicht gerade ein fremdenfeindliches, rechtsradikales Blättchen, hat im März 2011, deswegen kam ich auf den armen Gaddafi, auf das arme Libyen, das jetzt kaputt ist, und Syrien, das jetzt auch kaputt ist, die haben da gesagt, guckt mal, dieses Buch ist da. Wenn der Gaddafi nicht mehr ist, werden uns die Flüchtlingswellen überrollen. Und ich habe nur eine kleine Frage bei diesem Management. Warum sind die denn nicht sofort gerollt, als der Gaddafi tot war? Das wäre doch gegangen, oder? Ich sage Ihnen warum. Meine Interpretation kann ich im Moment nicht belegen. Aber die Belege werden kommen in den nächsten ein, zwei Jahren. Es war Washington noch zu früh. Wir brauchen richtig Dampf hier. Wir brauchen alle 8 Methoden, wie man uns fertig macht. Die Bundeswehreinheiten gegen uns, ich hatte schon 2012 gesprochen, die gab es noch nicht. Also durfte die Flüchtlingswelle noch nicht rollen. Die rollt jetzt, weil wir jetzt Schiss haben vor einer Euro-Pleite, Schiss haben vor einem Börsencrash, Schiss haben vor einem Krieg mit Russland. Ich muss die ganzen 8 Punkte nicht nochmal aufzählen. Aber jetzt passt das. Jetzt ist das genau das bisschen Öl ins Feuer, so eine kleine Migrantenwelle, ja, oder auch eine größere. 800.000 ist ja kein Pappenstiel, die sollen nach Deutschland kommen, um den Laden so richtig verrückt zu machen. Und man findet immer ein paar Deppen, zusammen mit ein paar Bezahlten, die in der Lage sind, Chaos zu veranstalten. So geht das. Und wir lassen uns nicht bescheißen, wir lassen uns auch nicht verhetzen und wir lassen uns erwärmen und ermuntern.
von dem unglaublich guten Beispiel von vielen Menschen in ganz Deutschland, die nachts arbeiten, Flüchtlinge empfangen, weiterhelfen. In Berlin gibt es einen Hebammenzirkel, falls irgendwelche Probleme auftauchen. Das ist unglaublich gute, vorbildliche Arbeit. So soll es gehen. Die Menschen, die hier sind, verdienen unsere Liebe und unsere Aufnahme. Aber die Bundesregierung, das Kanzleramt, die Ministerien für Außenpolitik, Verteidigung und Inneres verdienen unseren Protest. Dort gehören die Steine in die Fensterscheiben, wenn die anderen Mittel nicht mehr ziehen. Wir probieren es friedlich, wir probieren es demokratisch, aber wenn ihr euch erfrecht, uns daran zu hindern, dann werden wir nicht aufhören. Wir werden uns nicht stoppen lassen und wir werden nicht zuschauen, wie ihr Flüchtlingsmillionen missbraucht und in alle Länder der Welt hetzt, weil ihr ihnen ihre Heimat zerstört. Und wir werden sagen, wir wollen da nicht länger zuschauen. Wir protestieren gegen die Flüchtlingswelle natürlich nicht bei den Flüchtlingen, sondern beim Kanzleramt. Da gehören wir hin. Da sitzt das Verbrechen, da sitzt die kriminelle Politik. Vielen Dank. Herr Hörstel. Alles gut. Ich würde Sie gar nicht unterbrechen wollen. Sie waren gerade fertig. Vielen Dank.